geht es hier los, Punkt 14 Uhr am heutigen Sonntag, den 18. Oktober 2020. Tischtennis, zweite Tischtennis-Bundesliga. Der TV Hildburghstein empfängt die FSV Mainz. Ganz interessante Aufstellungen bei den Hildburghsteinern. Dennis Dickhardt leicht verletzt. Vielleicht hat er auch einfach nur einmal Platz machen wollen. Für den Youngster, für den Nachwuchsspieler, den man so langsam aber sicher an die zweite Bundesliga heranführen will. Hannes Hörmann hat gestern wieder ganz tolle Spiele geliefert. Allein mit dem Siegen klappt es noch nicht so ganz. Wieder zweimal ganz knapp verloren. Mal sehen, wie das heute läuft. Zunächst aber an diesem Tisch der vielleicht zurzeit formstärkste Spieler der Hildburghsteiner, jedenfalls auch auf 1 gesetzt in der Rangliste. David Reitspieß in Tschechien, aktuell nationaler Meister im gemischten Doppel und hat tolle Spiele gezeigt hier in dieser Halle. Und natürlich noch einmal bei der Begrüßung gab es das schon. Corona-Regeln, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht die Maske. Für mich ein großer Vorteil, Maske tragen zu dürfen. Da muss niemand meine Visage angucken. Für andere ist das sicherlich unangenehmer, aber zumindest dann, wenn man es kann, auf jeden Fall was zu tragen und Abstand halten. 2 Meter sind das sogar besser als 1,5 Meter. Das nur zum Thema. Zurück zu David Reitspieß, da kommt er direkt in Richtung Kamera. Er hat uns zu tun mit einem Linkshänder, der Mainzer Cedric Meiser. Der wird seit vielen Jahren als kommende Hoffnung im Jugendbereich schon gefördert. Mittlerweile ist er der U18 in Franken und gehört so zum erweiterten Nationalkader oder zumindest zu den Spielern, von denen man sich noch viel erhofft. Mal sehen, was aus ihm noch so alles wird, was wir noch von ihm hören. Wagt mal die Prognose, das sollte gleich der erste Punkt für die Hildburghsteiner sein und sie brauchen hier unbedingt Punkte, denn auf der einen Seite spielen die Gäste etwas ersatzgeschwächt, ihre Nummer 1 Kuna nicht dabei, Mladenovic, sehr gefürchtet in Hildburghstein, der Verteidigungsminister auch nicht dabei. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, humpelt hier gerade Dennis Dickhardt ein mit einem riesen Gipsbein. Und das ist ja auch ein fleißiger Punktesammler. Und man muss heute gucken, ob Hannes Hörmann nicht nur so gut spielt, wie er schon die ganze Saison spielt, sondern am Schluss auch mal als Sieger vom Tisch geht. Das, was wir ihm alle ganz dringend wünschen und die Daumen drücken. Aber jetzt zunächst einmal das erste Spitzeneinzel, die Nummer 1, Hildburghstein, Reitspieß gegen die Nummer 2 vom FSV Mainz, Cedric Meisner. Heute werden wir 8 Einzel sehen, alle gibt es auf YouTube, Reinhard Stein, bitte sofort. Hildburghstein gegen FSV Mainz, 2020, 10, 18. Und jetzt dürfte es losgehen. Heute viele Fans des Team Hildburghstein hier in der Halle. Vielen Dank für Ihr Kommen. 0-0 Aufschlag, Schafen, Reitspiel. Musik aus, Spiel an.
noch? Klappt das mit meiner Prognose? Niklas, der Stadionsprecher oder Hallensprecher, muss man wohl sagen. Vielleicht hört man ihn. In der Rehabilitation und steht uns hoffentlich bald wieder zur Verfügung. Hat ein paar Anmerkungen. Auch ich auch eine. Tobias Czapka und auch den altbekannten Salvatore begrüßen, die heute alle da sind. Und wunderbare Bilder schießen werden. Vielen Dank, dass ihr da seid. Da bleibt mir nicht mehr zu sagen, als hoffentlich zugunsten Hildburgsteiner. Und ich bin ja so ein Alberhipperer, wenn die mich irgendwann mal adoptieren. Also ein 1:0 für das Dreispiel. Ich will niemand die Spannung nehmen, vielleicht kommt Cedric Meisner noch besser ins Spiel. Aber ich gehe eigentlich mal davon aus, dass der David das macht. Gegenüber Vorhand Rückhand. Und das bringt den Punkt zum 3:3. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Stadthalle. Das hat gedauert, bis David Reitsch, bis diese Aufholjagd, 6-9 war er ja schon hinten, erfolgreich gestalten konnte, aber er war der etwas mutigere. Und jetzt geht's in den fünften. Alles zählt. Jeder Punkt. Try it!
Komm. Thank you.